Ich darf beginnen mit Professor Peter Fuhr. Er ist der Leiter der Neurophysiologie hier am USB. Er wird uns berichten über Morbus Parkinson. Lieber Peter, dein Auftritt. Ja, vielen Dank für die Ankündigung dessen, was ich erzählen werde. Ich spreche über Parkinson, wie Sie sehen. Und ich beginne mit der Zusammenfassung. Sie können nachher sich mit anderen beschäftigen oder auch Kaffee trinken gehen. Nicht? Die Parkinson-Krankheit früh im Verlauf ist ein diagnostisches Problem und spät im Verlauf ist es ein therapeutisches Problem. Und ich werde Ihnen keine Kochrezepte geben. Erstens, weil das, Sie werden am Ende sehen, das halte ich für Unsinn und ich kann auch nicht, es geht nicht. Also, die Parkinson-Krankheit ist komplex, wenn wir mehr als 5 oder 5 und mehr Medikamentengaben haben pro Tag, pro Patient, wenn wir mehr als 2 Anti-Parkinson-Medikamente brauchen und wenn erhebliche nicht-motorische Probleme bestehen. Und das bringt mich jetzt zum ersten Fall. Das ist ein 46-jähriger Mann mit Schulter-Armschmerzen links seit einem Jahr. Er wird zugewiesen durch einen etwas entnervten Orthopäden. Der hat Schultern an der, also nicht der Orthopäde, sondern der Patient hat Schmerzen an der linken Schulter, linker Arm, linker Tenar. So ganz klar sind die Auslöser nicht. Die Schmerzen sind brennend und tief sitzend. Gelegentlich nimmt er eine Berührung als Brennen wahr, also den Dysästhesie. Ja. Vor einem Monat hat er eine Akromioklavikulargelenkresektion bei Gelenksarthrose erhalten, hat dann nicht so genützt und dann hat man ein Impingement in der linken Schulter entdeckt und dann 3 Wochen vor der Konsultation bei uns eine intraartikuläre Injektion vorgenommen, vorübergehend hat das genützt. Das war dann gut und der Patient berichtet über unwillkürliche Bewegungen der linken Hand, die niemand sehen kann außer ihm und der Wahrnehmung eines Vibrierens im linken Bizeps und er hat vaskuläre Risikofaktoren zum Benefit von Leo Bonatti und der Patient lebt mit einem gesunden oder anscheinend gesunden Partner zusammen. Und er treibt keinen Sport, gelegentlich trinkt er Alkohol, gelegentlich braucht er Inhalationsrauschmittel, was immer das ist. Und so, nicht wirklich gesundes Leben, nicht? Und dann klinische Untersuchung, ist etwas adipös, allergkooperativ, mental ist er prima vista okay. Wirbelsäule für den Neurologen, ich kann das nicht so differenziert untersuchen wie der Orthopäde, aber das ist mir jetzt nichts weiter aufgefallen. Muskeltrophik und Kraft ist normal, Rigor ein bisschen links, mehr als rechts, leichte Hypokinese auf der linken Seite, Hypokinese bedeutet einfach zu wenig Bewegung. Leichter, kein Ruhetremor, leichter irregulärer Haltetremor, Reflexe uninteressant, Sensibilität und Koordination intakt und er ist hyperton. Und das wären meine Fragen. Ich glaube, die werden hier nochmal wiederholt. Sie können jetzt abstimmen. Damit kann man abstimmen, oder? Nicht? Was muss ich? Space Voting. Es steht ja da, nicht? Man sollte Englisch können, aber Sie müssen jetzt abstimmen, nicht? Irgendwie zählt es bei mir auf der einen Seite nach unten, auf der anderen Seite nach oben. Das ist noch interessant. Bei Ihnen auch, oder? Was muss ich jetzt tun? Muss ich wieder Voting drücken? Voting drücken. Ich sehe, dass Sie den Titel des Vortrags gelesen haben. Das ist doch erfreulich. So klar war das also nicht für uns. Muss ich sagen, der Patient hat nicht einfach jetzt so schnell reagiert auf die Gabe von Levodopa. Aber darum wollte ich den Fall bringen. Nicht? Das ist am Anfang ein diagnostisches Problem. Ich habe es ja versprochen. Es ist nicht so simpel. Nicht? Die Patienten kommen nicht mit einem Titel in die Sprechstunde zu uns. Also gut, wie macht man die Diagnose eines Parkinsons?
Parkinson-Syndrom besteht aus Hypokinese, zu wenig Bewegung, Ruhe, Tremor, Rigor und später im Verlauf auch gestörte posturale Reflexe. Der zweite Schritt, das ist dann die Abwesenheit von absoluten Ausschlusskriterien, sofern nicht eine andere vernünftige Erklärung dafür daliegt. Der Parkinson ist ja nicht, sagen wir jetzt, eine Impfung gegen lakunäre Infarkte oder so. Und in dem Fall wäre das ohne weiteres drin gelegen. Wir haben keine solchen absoluten Ausschlusskriterien gefunden. Dann der dritte Schritt, das sind Red Flags versus unterstützende Kriterien. Und jede Red Flag auf der linken Seite und in Rot sollte antagonisiert werden durch ein unterstützendes Kriterium. Dann ist das immer noch möglich, die Diagnose zu stellen. Das sind die neuesten Diagnosekriterien. Der Patient hat weder Red Flags noch unterstützende Kriterien. Das, was uns dann geholfen hat, natürlich ist eine langfristige Behandlung mit einer ziemlich kräftigen Dosis von Levodopa. Und darunter sind dann die Schmerzen behandelbar geworden, also erträglich, sind nicht ganz weggegangen. So, die Epidemiologie der Neurodegeneration. Parkinson-Krankheit ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Das sind etwa 1,4% der Bevölkerung und das wird zunehmen. Es ist nicht nur so, dass das zunehmen wird wegen des zunehmenden Alters der Bevölkerung, sondern es wird auch zunehmen alterskorrigiert. Und dafür gibt es vielleicht Gründe, die wir gemeinsam verstehen können. Ich komme darauf zurück. Also alle neurodegenerativen Krankheiten sind Proteinopathien, das heißt, es gibt Eiweiße, die giftig sind, damit vergiften sich die Nervenzellen im Laufe der Zeit. Und bei der Parkinson-Krankheit ist das giftige Eiweiß Alpha-Synuklein. Das ist ein sehr gutes Verständnismodell. Und dieses Modell hier wird verständlich machen, warum widersprüchlich scheinende Angaben über die Ätiologie des Parkinson-Syndroms eben nicht widersprüchlich sind, sondern sich gegenseitig ergänzen. Ich möchte hier beginnen. Diese Schleife hier, das ist Alpha-Synuklein. Und davon kann man zu viel haben oder falsch gebautes Alpha-Synuklein. Und dann wird Alpha-Synuklein, was zu viel ist oder falsch gebaut, im Normalfall mit Ubiquitin-Ligase kombiniert und dann so in eine Art intrazellulären Staubsauger namens Proteasom integriert und zerhackt. Dieser Vorgang ist energieabhängig und nachher kommt da unten kommen diese Stücke mit zerhacktes eben Alpha-Synuklein und wieder zum Vorschein und Polyubiquitin-Ketten werden dann wieder aufgespalten, monomeres Ubiquitin und das wird wieder aktiviert. Das sind wieder energieabhängige Vorgänge und diese Aufspaltung von Polyubiquitin zu monomerischem Ubiquitin, das ist von einem Enzym abhängig, Ubiquitin-Hydroxylase, das wiederum ein Protein ist und wenn das Gen dafür nicht in Ordnung ist, dann hat man auch Parkinson. So, alles, was rot ist hier, das sind vererbliche Ursachen. Das sind jetzt nur ein paar vererbliche Ursachen, es gibt viel mehr. Aber zwei davon, die hier jetzt aufgeführt sind, sind autosomal dominant. Und wenn man dieses Gen hat, dann kriegt man irgendwann im Laufe des Lebens, nachdem genügend viel Alpha-Synuklein angehäuft ist, kriegt man Parkinson. Aber das ist gar nicht eine, sagen wir, notwendige Voraussetzung. Es kann ohne weiteres auch sein, dass der Metabolismus der Zelle gestört ist, im Sinn einer Störung der Mitochondrien, die dann nicht genügend Energie herstellen können. Und dann kriegt man genau das Gleiche. Und so haben wir ein gutes Verständnis dafür, dass sowohl Umweltfaktoren als auch genetische Faktoren und natürlich die Kombination von beidem Parkinson-Syndrome erzeugen können mit genau der gleichen Histologie. Also wir sind ja gewohnt, die Krankheiten eigentlich nach pathologischen Kriterien vielleicht einzuteilen und die Gene als Risikofaktor aufzufassen oder eben auch Umweltfaktoren. Aber dieses Modell hier ermöglicht eben ein modernes Verständnis
dass verschiedene Ursachen oder ihre Kombination zur gleichen Krankheit führen. Und darum sind all diese Statistiken, die es gibt über die Ätiologie von Parkinson oder anderen Erkrankungen, die widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich. Jetzt, was führt zur Vergiftung von Mitochondrien? Der Zufall will, dass gestern der Nationalrat zum Beispiel über die Anwendung von Pestiziden und Insektiziden beraten hat. Heute sind die Zeitungen voll davon. Vor der Pause war Herr Gabriele da oben und hat 20 Minuten gelesen. Auf der ersten Seite ist es schon. Und darüber kann man nachdenken. Und wenn Sie wollen, etwas irgendwie... Sie haben ja in einem System mit freier Arztwahl die Patienten, die zu Ihnen kommen, haben Vertrauen zu Ihnen, sonst wären sie bei Ihrem Nachbarn. Nicht? Und Sie haben die Möglichkeit, mit den Patienten auch über solche Aspekte zu sprechen, die vielleicht dann die nächste Generation betreffen. Gut, jetzt höre ich auf zu predigen. Wenn man zu viel Alpha-Synuklein hat, dann entstehen solche Gebilde, also Fibrillen. Solange sie löslich sind, werden sie über das Proteasomsystem abgebaut. Wenn sie nicht mehr löslich sind, dann ist das Phagosom- oder lysosomale System da. Und wenn diese Systeme erkrankt sind, dann haben wir zu viel von diesem giftigen Eiweiß und das führt zum Zelltod der Zellen, die Alpha-Synuklein zu viel haben. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch jetzt moderne therapeutische Ansätze. Das können Sie nicht anwenden, aber Sie können mit mir zusammen versuchen zu verstehen, was die Zukunft bringen wird und worüber geschrieben werden wird in Kürze. Also man kann den Aufbau von pathologischen Eiweißen hemmen. Zum Beispiel, wenn etwas genetisch ist, dann heißt das ja, dass Transkription und Translation stattfinden muss. Und hier kann man Substanzen anwenden, Antisens-Oligonukleotide, die an einem dieser beiden Schritte eine Hemmung oder eine Verhinderung sogar erzeugen. Und damit kann man den Aufbau eines pathologischen Proteins hemmen. Wir werden in unserer Einheit eine Studie durchführen für die Huntington-Krankheit, wo ebenfalls ein solches Eiweiß hergestellt wird, das man dann mit dem entsprechenden ASO abblocken kann. Und auf der anderen Seite kann man den Abbau fördern dieser pathologischen Eiweiße. Sie haben überall die Studien gehört, die negativ verlaufen sind bei der Alzheimer-Krankheit. Bei der Parkinson-Krankheit gibt es auch ein Anti-Alpha-Synuklein, von dem man sich erhofft, dass es wirkt. Es läuft eine Phase 3-Studie. Das Medikament wird in Basel hergestellt, leider nicht in der Schweiz getestet. Wir hätten das gerne auch gehabt, aber ist jetzt nicht zu haben. So, und dann gibt es eine dritte Gruppe, die sehr interessant scheint. Das ist nicht in klinischer Testung, aber irgendwo am Horizont, was kommen könnte. Das sind PROTACs, also Proteolysis Targeting Chimera. Medikamente, relativ kleine Moleküle, die in der Lage sind, das pathologische Eiweiß zu verbinden mit der Ubiquitinligase. Das wäre die Ubiquitinligase. Das hier ist das pathologische Eiweiß, in dem Fall Alpha-Synuklein. Und wenn man das jetzt gibt, dann wird das verbunden und wird dem Proteasomsystem zugeführt. So. Jetzt, was sind Risikofaktoren dafür, dass man überhaupt Parkinson kriegt? Da kann man auch aus der Pathologie lernen. Wir wissen, dass am Anfang der Erkrankung der Bulbus olfactorius und der Vaguskern, die sind sehr früh befallen, beide, bevor der Patient Symptome kriegt. Und jetzt kann man sich fragen, wo kommt ein pathologisches Agens, vielleicht ein Gift irgendwelcher Art, das dann zu dieser Kaskade von pathologischen Prozessen führt, wo kommt das her? Das könnte aus dem Mikrobiom des Darms kommen, das kann aber auch aus dem Nasenrachenraum kommen. Und das ist nochmal so ein bisschen die Stadien, so eine beliebte Sache, da Stadien anzugeben bei der Parkinson-Krankheit. Das stimmt im Durchschnitt, im Einzelfall nicht so ganz, aber Sie sehen hier, also ganz früh befallen eben der Bulbus olfactorius und der Vaguskern.
Und jetzt gibt es analoge Befunde, die sehr interessant sind und neu. Und da haben die Infektiologen unter Ihnen, sind sowieso gut beschäftigt in unserem Spital jetzt gerade, aber sie haben ein neues Betätigungsfeld, nicht? Es gibt so ein interessantes Bakterium, Porphyromonas gingivalis. Das ist nicht besonders häufig, aber ein Indikatorgen für das Entstehen eines Biofilms im Mund. Nicht, wenn es pelzig ist auf Ihren Zähnen, haben Sie das. Biofilm. Und das kann eine Gingivitis erzeugen. Und merkwürdigerweise hat man in den Alzheimer-Plaques Material von diesem Porphyromonas gingivalis gefunden. Und jetzt kann man sich, wenn wir schon diese pathologischen Befunde haben, natürlich die Frage stellen, was ist denn beim Parkinson? Gibt es da auch sowas? Und das gibt es, nicht viel, aber sehen Sie, diese Studie, die sorgfältig gemacht ist, zeigt, dass Patienten, die eine Gingivitis haben, nach 10 Jahren so eine fast doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, Parkinson zu kriegen. Und dann das sind die Befunde aus dem Darm, so grafisch ein bisschen zusammengefasst, nicht Appendektomie oder die nicht proximal selektive, sondern die totale Vagotomie, das soll schützen vor Parkinson. Die Bücher sind nicht geschlossen, also wenn man das stratifiziert nach Risikofaktoren, dann sind die Befunde nicht mehr signifikant, aber in den bisherigen Studien. Aber es ist sehr interessant, darüber nachzudenken, es ist vielleicht auch ein bisschen Mode geworden. Das Mikrobiom ist ja für alles verantwortlich gemacht worden, was uns so begegnet, nicht? Also MS zum Beispiel, nicht? Das prodromale Syndrom, also die Parkinson-Krankheit beginnt ja wahrscheinlich, oder der Prozess, der zur Parkinson-Krankheit führt, wenn Sie so wollen, beginnt Jahrzehnte möglicherweise, bevor wir es diagnostizieren können. Und das vorausgehende Syndrom ist nicht die Motorik. Es sind REM-Schlafverhaltensstörungen, das sind Patientinnen, zierliche Patientinnen, die ihre Männer beißen im Traumschlaf. Das ist nicht erfunden, oder eben Männer, die um sich schlagen, obwohl sie sonst friedlich sind, aber im Schlaf. Oder Depression und Angst, das ist natürlich häufig in der Bevölkerung. Oder dann eben Obstipation und Verlust des Riechvermögens. Damit beginnt das, und sobald man dann das Parkinson-Syndrom diagnostiziert hat, versteht man die Situation besser. Das hier ist vielleicht das Wichtigste, das ist jetzt ein bisschen Kochrezept. Sie können, oder wir können unsere Patienten fragen, wie viele Levodopa-Dosen nehmen sie pro Tag. Wenn es 4 sind, dann muss man die Fragen unten auch stellen. Sind nicht vorhersehbare motorische Schwankungen da, ist die Dyskinesie, ist die Off-Zeit mehr als 2 Stunden, gibt es störende Dyskinesie, nicht nur ein bisschen wackeln mit dem Fuß, oder ist eine der täglichen Aktivitäten behindert, nicht? Und wenn eine dieser Fragen beantwortet ist und wir 4 Dosen pro Tag von Levodopa geben, dann ist es geschickt, mit einem versierten Neurologen zusammenzuarbeiten und sich die Frage zu stellen, ob wir was Invasives tun wollen, ob das medikamentös oder chirurgisch sei, ist dann eine andere Frage. Und wenn mehr als 5 Dosen, 5 und mehr Dosen, Entschuldigung, vorhanden sind, dann soll man mit einem versierten Neurologen zusammenarbeiten. Ja. Jetzt am anderen Ende der Krankheit, Risikofaktoren für Tod und Pflegebedürftigkeit, auch da ist es nicht die Motorik. Die Motorik ist banal, das kann man auch behandeln, nicht? Aber das Krankheitsbild hat sich geändert mit den besseren Behandlungsmöglichkeiten, sondern es sind die kognitive Verschlechterung und psychische oder psychotische Symptome, die hier wichtig sind und die Prognose angeben. Und die sind häufig interkorreliert. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir den Fall noch durchsprechen sollen. 72-jähriger Mann, idiopathisches Parkinson-Syndrom seit 10 Jahren, komplexe Medikation, wearing off, Peak-Dose-Dyskinesien, Dopaminagonisten verträgt er nicht gut, er ist kognitiv unauffällig, psychiatrisch normal, ist ein Lebemann, er freut sich des Lebens. Und was wollen Sie tun? Jetzt können Sie wieder abstimmen, was Sie tun wollen.
Also 136, 145 Kollegen haben sich entschieden und da ist mehr Antiparkinsonica peros, das ist nicht falsch. Levodopa per PEG-Sonde ist auch nicht falsch. Tiefe Hirnstimulation ist auch nicht falsch, können Sie machen. NMDA-Antagonisten wegen der Dyskinesien auch, kann man auch machen. Und Physiotherapie, gute Idee. In dem Fall war wahrscheinlich die tiefe Hirnstimulation war jetzt unsere Wahl. Es gibt da immer mehrere Sachen, die man tun kann. Aber das war unsere Entscheidung und das hat sich auch gut bewährt. Der Patient ist gut beweglich gewesen, gute Lebensqualität, braucht ein bisschen Levodopa dazu, wie alle Patienten, weil das Levodopa noch andere Funktionen hat und sich das Gehirn daran gewöhnt hat. Und dann wird er 76 und langsam schreitet die Krankheit halt fort, weil die Operation ja nicht den Prozess der Proteinopathie verhindert. Er braucht ein bisschen mehr Levodopa, man muss ein bisschen anpassen mit der Hirnstimulation. Er wird ein bisschen apathisch, nicht mehr so irgendwie Lebemann und das versucht man dann einzuschräubeln. Und dann kommt er, und das ist dann sehr beunruhigend, der ist dann eines Tages, kommt, das merkt man ja nicht in der Sprechstunde, sondern da wird berichtet, der ist jetzt sexuell enthemmt. Oder? Wir haben sofort natürlich die Medikation und die Hirnstimulation reduziert unter Inkaufnahme einer etwas reduzierten Beweglichkeit. Und ich bin wirklich froh, dass wir eine Neuropsychiaterin im Team haben, die dann Stantepede kommt und hilft, und wir haben ihm auch ein atypisches Antipsychotikum beigegeben. Und damit ist die Situation jetzt akzeptabel. Also er ist ein bisschen apathisch, ein bisschen weniger beweglich, aber sozial tragbar. Er selber hat ja unter der sexuellen Enthemmung nicht gelitten. Ich weiß schon, dass der Patient ist und mein Kunde ist, aber es gibt dann auch noch Bedingungen, die irgendwie so gehalten werden müssen, dass der Patient in seinem Umfeld leben kann. Ja. Medikamentöse Behandlung werde ich jetzt nicht durchgehen, das wissen Sie alle, was hier steht. Ich möchte ein paar Nebenwirkungen erwähnen, also Anti-Parkinson-Medikamente können Orthostase erzeugen, sie können Impulskontrollstörungen, habe ich jetzt eben gerade geschildert. Und dann kann es Schlafattacken geben und die sind ein bisschen ungemütlich, weil das zu Unfällen führen kann. Und Ihre Haftpflichtversicherung ist auch froh, wenn Sie das wissen. Und dann gibt es Polyneuropathien unter Levodopa, weil ein Antagonismus mit Vitamin B12 besteht. Psychosen natürlich sind wahnsinnig mühsam. Oder Fibrosen, das war bei den alten Ergot-Derivaten als Dopaminagonisten ein Thema, ist heute nicht mehr so aktuell, weil wir das nicht mehr verschreiben. Ich möchte auf die nicht-medikamentöse Behandlung kurz eingehen. Das ist bewiesen, das ist wirksam. Sie haben ja auch dafür gestimmt beim letzten Patienten. Das gehört eigentlich jedes Mal dazu. Physiotherapie, Tai Chi, ist gezeigt worden, dass das hilft für Balance, also für Gleichgewichtsstörungen der Patienten. Sprachtherapie, das Beibringen eines Rhythmus, da gibt es solche, die sind lizenziert, das kostet dann jedes Mal ein bisschen und andere, die machen das Gleiche und dann kostet es halt nichts. Nützt genauso gut, oder? Ergotherapie, Hausbesuche, sehr schwierig zu bekommen, aber sehr, sehr wirksam, dass die Patienten die nötigen Hilfsmittel zu Hause haben, um dort bleiben zu können. Und dann eine Untersuchung, die wir auch hier im Spital machen durften, haben wir zeigen können, dass Bewegung, Sportspiele, die Patienten auch im Sitzen machen können, zum Beispiel nützlich sind, nicht nur für die Beweglichkeit, sondern auch für die Kognition. Klar, die tiefe Hirnstimulation, die Indikation ist klar, motorisches Syndrom ist nicht genügend beherrscht. Die Kontraindikationen sind das Schwierige hier. Demenzen und psychiatrische Nebenwirkungen oder psychiatrische Nebenwirkungen der Krankheit, will ich sagen, nicht die man nicht im Griff hat. Und was daraus folgt, ist, es gibt ein Fenster. Während diesem Fenster können Sie den Patienten operieren. Und das, die Mehrzahl von Ihnen hat ja für die tiefe Hirnstimulation gestimmt. Und dann kann man den Patienten ungefähr 10 Jahre gute Lebensqualität erzeugen. Man kann das aber sehr gern verpassen. Dann ist es vorbei.
Wir haben eine ganze Reihe solcher Patienten, die dann nachher, wenn es eben nicht mehr gut geht, noch gerne operiert werden möchten. Und da müssen wir Nein sagen. Nein. So, das ist, was ich Ihnen versprochen habe. Unten links Patienten aus Sicht der Leitlinien. Alle gleich, alle männlich, alle ein bisschen braun gekleidet und gleich groß und nicht adipös und so. Diese Patienten gibt es nicht in unserer Sprechstunde. Die Patienten, die es gibt in unserer Sprechstunde, sind die oben rechts. Wir brauchen natürlich das Wissen, dass aus solchen Studien kommt, das weiß ich. Aber die Patienten, die in unserer Sprechstunde sind, mit Parkinson jetzt ganz besonders, die haben in der Regel 10 Diagnosen und viele Medikamente. Und nur schon die Interaktionen sind, wenn Sie an die Kombinatorik sich erinnern, es ist ein bisschen schwierig. Und damit möchte ich aufhören. Vielen Dank.